So, heute mache ich mal Bison Flanksteak. Nämlich bei dem Bison Guys habe ich das bestellt. Ja, seht ihr das? 500 Gramm Flanksteak. Und hole ich jetzt mal hier aus der Packung raus, dann gucken wir mal, wie es wird. Dann haue ich es auf die Sizzle Zone und der Rest tut es von selber. Ja, das ist doch ein geiler Anblick, oder? Ja, Bison muss man gar nicht so durchmachen. Ist eigentlich wie ein gutes Stück Rindfleisch oder ein sehr gutes Stück Rindfleisch. Ich drehe es jetzt einfach mal rum. War jetzt 90 Sekunden drauf. Ja, oben hier hätte ich natürlich ich besser sein müssen. Das fixen wir gleich, das Problem. Ja, wenn euch so ein Malheur passiert wie mir jetzt gerade, dann einfach ein bisschen früher umdrehen als normal und dann primär auf die Stelle legen, wo das Problem ist. Sprich hier. Und dann läuft das. Also es muss gar nicht so stark schwarz sein. Das schmeckt auch so richtig gut. Da, Problem ist weg. Es reicht so, das ist richtig schön durch. Wir sind fertig, kannst du runterholen.